Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich stelle euch jetzt hier die Degrasse vor. Die ist jetzt seit heute im Premium-Laden bei Legends. Ist an und für sich ein sehr schönes Schiff. Ich kenne sie ja von der PC-Version. Ich zeige euch jetzt auch mal die Werte. Insgesamt hat sie 31.200 Trefferpunkte. Eine Panzerung zwischen 6 und 100 mm. Ein Torpedo-Schadensverringerung von 10%. Die Artillerie ist eigentlich ziemlich stark. 3x3, 152 mm. 15 km Reichweite. Ladezeit 8 Sekunden und eine Brandwahrscheinlichkeit von 14%. Sorry. AP Granatenhöchstschaden ist bei 3300, während der Sprenggranatenhöchstschaden bei 2200 ist. Insgesamt hat sie dann nochmal Torpedos. Ladezeit 90 Sekunden mit einer Reichweite von 9 Kilometer. Manövrierbar ist es sehr. Sie hat eine Ruderstellzeit von 6,8 Sekunden und einen Wenderadius von 690 Metern. Das ist eigentlich ziemlich in Ordnung. Die Tarnung ist auch soweit ganz okay. 11,8 Kilometer kann man sicherlich mit dem Captain auch nochmal runterdrücken. Ich selber habe jetzt halt beim Captain nun 6-Punkte-Kapitän drauf. Ich zeige jetzt euch mal, wie ich den geskillt habe. Ich bin halt komplett nach Gra Brand gegangen. Brand im Prinzip habe ich hier ausgewählt. Da hatte man jetzt halt auch nochmal die Reichweite. Hatte ich vorhin probiert, ist jetzt aber auch nicht so, sage ich mal, sinnvoll, wenn man da auf Reichweite geht, weil das macht es auch nicht unbedingt aus. So, da bin ich nochmal im Prinzip auf Brand gegangen und hätte auch auf Sichtbarkeit von Torpedos oder auf Torpedoreichweite gehen können. Maximale Bewegungsgeschwindigkeit habe ich genommen. Man hätte hier noch Kreuzer AP-Schaden nehmen können oder Erkennbarkeit beim aktiven Motorboost. Und hier bin ich auf Ruderstellzeit gegangen. Dann würde ich mal sagen, fahren wir jetzt auch mal die erste Runde. Die Degrasse ist eigentlich ein sehr simples Schiff. Man fährt die Franzosen, also gerade die Kreuzer, fährt man eigentlich generell immer in Bewegung. Meistens. Auch eigentlich eher, sag ich mal, auf mittlerer Reichweite. Also nicht komplett nah ran. Die haben unheimlich viel Brandwert, also die können richtig penetrant sein eigentlich. Was halt die beiden, oder generell die französischen, sag ich mal, Bäume, sehr besonders macht, ist halt der Motorboost, weil die halt unheimlich schnell werden. Die Grasse geht auf fast 40 Knoten dann hoch. Und Gegner halt dann echt Probleme haben, dich zu treffen. Ist leider nicht so die optimale Karte, wo man jetzt, sag ich mal, das jetzt zur Schau stellen kann. Aber ich gebe jetzt mal mein Bestes. So, wir sind auch schon aufgeklärt. Sprich, hier muss irgendwo ein Zerstörer vor uns sein. Da links geht auch schon der Nebel. Da schießt auch schon das erste Schlachtschiff auf uns. Also, und das ist einer der Nachteile bei den Franzosen. Das ist so eine altbekannte Krankheit. Es wird halt extrem oft das Ruder rausgeschossen. Solltet ihr also einen Kapitän haben, der wo das verhindern kann oder zumindest reduziert, dass es passiert, solltet ihr den auf jeden Fall mit draufsetzen. Als, wie heißt jetzt?
Inspiration, jetzt habe ich es. Inspiration. So, sorry. Jetzt gucken wir mal hier. Wann das Schlachtschiff aufgeht. Schießt auf jeden Fall schon wieder auf uns. Machen wir mal den Motorboost an. So, und da jetzt hier alle gehen von der Seite, werde ich da auch nicht bleiben. Muss nicht sein. So. Was mir hier ein bisschen jetzt Angst macht, ist für echt gar nichts. Das Schlachtschiff jetzt. Das uns schon wieder liebert. Ja. So, dann werben wir halt doch das Schlachtschiff ein bisschen. Drehen die Kanonen schon mal. Vorteil ist das jetzt eine Warspite. Die brennt immer gut. Da haben wir eine New York, wo wir nerven können. Was auch sehr schön ist bei den französischen Kreuzern, ist zum Beispiel, dass sie sehr genau sind, finde ich. Ah, da kommt leider nicht mehr rein. Oh, er lässt mal brennen. Das ist ja was Neues. Ja gut, ich weiß, warum er es macht. Jetzt schießt er tatsächlich mit HE. Trifft wahrscheinlich sogar noch. Ah, nee. Dann gehen wir mal der Warspite hier auf den Keks, würde ich sagen. So, der Motorboost ist ausgelaufen. Lassen das Flugzeug jetzt mal hochgehen. Sehr schön, Warspite ist raus. Jetzt kümmern wir uns mal hier um den Zerstörer. Müssen nur aufpassen, dass hier die Nürnberg oder auch hier da drüben New York uns nicht gleich in die Seite reinschießt, weil das könnte richtig wehtun. Kann man jetzt so lange noch belästigen. Ihr seht, also wir sind jetzt auch schon wieder bei 3 Bränden. Geht eigentlich recht fix bei den Franzosen. Also Brände legen können sie auf jeden Fall.
So, dann können wir einmal drehen. Störer raus, weiter geht's. So, die Degrasse vor uns macht jetzt einen kleinen Fehler. Die schießt uns hier mit AP an, obwohl wir jetzt spitz zu ihr stehen. Das ist eigentlich nicht so sinnvoll, sag ich mal, was er da veranstaltet, aber okay. Gut für uns. Dann wieder einen Motorboost nutzen auf jeden Fall. Kümmern wir uns jetzt mal hier um die Nürnberg, damit die auch weg ist. So, und jetzt können wir uns um die Degrasse kümmern. Vorteil ist von ihr, dass er jetzt uns breit fährt. Also wir können jetzt tatsächlich AP nutzen, müssen allerdings gucken, da die Degrasse ja 9 Kilometer Torps hatte, wird sie die auch sicher schon abgeworfen haben oder gleich abwerfen, wenn sie überhaupt noch dazu kommt. Aber ihr seht, frontal ist es recht gut gepanzert, er kommt kaum durch, während wir ihn halt richtig schön Schellen verpassen können. Da sind sie auch schon. Mal ein bisschen runter vom Gas. So. Jetzt wird er uns wahrscheinlich von der anderen Seite torpen. Das heißt, wir nehmen jetzt HE. So. Und somit ist das Gefecht vorbei. Schon gewonnen, würde ich mal sagen. Gucken wir uns jetzt mal kurz hier die Übersicht an. Ja, also ich würde mal sagen, ist in Ordnung, kann man sehen lassen, geht natürlich noch mehr raus. 7 Brände haben wir gemacht, 2 Zitadellentreffer, 105 Zieltreffer, ihr habt gesehen, die ist sehr genau. Teamergebnis stehen auch oben auf dem ersten Platz. Ja, Leute, das ist im Prinzip die Degrasse. Kostet 8000 Dublonen mit Kapitän, also ist jetzt nur das Schiff, Standardwert. Man kann es aber auch im Paket holen, können wir auch mal ganz kurz schauen hier. Und zwar einmal haben wir hier Degrasse XL für 15.900. Das sind halt dann Bonis dabei, wie zum Beispiel ein Andenkenflagge, 5 Millionen Kreditpunkte, 35 Tarnungen, 35 Flaggen von jeder Art. Müsste aber noch ein drittes Paket geben eigentlich. Ich sehe jetzt nur die beiden. Vielleicht kommt das auch noch, weil ich hatte was von 3 Paketen gelesen. Auf jeden Fall kann ich das Schiff für Leute, wo Kreuzer fahren und sagen, okay, ich habe Bock auf ein Premium-Schiff, kann ich nur empfehlen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da oder schreibt was in die Kommentare und wir hören uns beim nächsten Mal.